Moin! Hier mein zweites kleines Video zum PTR mit dem Patch 2.2.0. Diesmal direkt auf den WD bezogen. Denn es hat sich so ein bisschen was getan beim WD, vor allen Dingen beim Equipment, bei der Skillung nicht. Also bei den Skills selber nicht, aber bei dem Equipment. Und darauf möchte ich gerne eingehen. Vorweg. Das ist alles auf dem PTR, das ist noch nicht fest und ich hoffe auch, dass das nicht so, wie es jetzt ist, auf den Live-Server kommt. Und es ist ja noch eine bisschen Zeit hin bis zum Patch auf den Live-Servern, deswegen wollen wir hoffen, dass das noch geändert wird vernünftig. Um eins mal generell vorher zu sagen, Blizzard wollte die alten klassenspezifischen Sets zu Tsunemasas, Tal Rashas, Immortal King und Innas zum Beispiel wollten die einen 6er-Bonus verpassen, um die noch attraktiver zu machen. Bisher hatten die nur einen 4er-Bonus und jetzt haben sie einen 6er-Bonus. Das haben sie mit diesem Patch eingeführt. Dazu mussten sie natürlich auch weitere Items hinzufügen. Das sind beim Tsunemasas diese Handschuhe. Handschuhe sind nun mal ein Slot, der beim WD leider häufig belegt ist durch Tasker und Teos. Besonders wenn man einen Pet-WD spielt natürlich, ne? Oder insbesondere wenn man einen Pet-WD spielt. Beim Karneval kann man das weglassen, aber beim normalen physischen Pet-WD mit normalen Fetischen, die nicht auf den Durchfall zurückgreifen, trägt man normalerweise die Tasker und Teos. Das stellt natürlich ein großes Problem dar, weil man die jetzt weglässt. Des Weiteren kann man hier den 6er-Bonus sehen. 6er-Set, Gegner, die von einem eurer Mana-Verbraucher getroffen werden, erleiden 4 Sekunden lang um 100% erhöhten Schaden durch eure Gefährten. Gefährten sind alles, was hier oben links neben meinem Porträt steht. Das sind die Zauberin, also ich weiß nicht, ob es da wirklich so viel gilt, ne? Aber meine Fetische und meine Hunde. Die machen auf jeden Fall mehr Schaden. Im Grunde hört sich das so an, oh cool, ich muss irgendwas da drauf casten auf meine Monster mit einem Mana-Verbraucher. Und dann machen meine Monster, Quatsch, meine Pets auf diesen Monster, die mit diesem Mana-Verbraucher getroffen worden sind, einfach mehr Schaden. Das ist soweit richtig. Aber man darf nicht vergessen, man muss erstmal einen Mana-Verbraucher haben, der vernünftig ist oder geeignet ist, das zu erzeugen. Und des Weiteren muss man einen Mana-Verbraucher nehmen und keine Primärfertigkeit. Denn somit ist der Karnevalbild dafür nicht unbedingt geeignet, weil man ja dort immer den Giftpfeil spammt, quasi, um die kleinen Fetische schießen zu lassen. Und das ist natürlich kein Mana-Verbraucher und somit machen die nicht erhöhten Schaden auf die Monster. Und zwischendurch mal zu wechseln auf einen Mana-Verbraucher ist ein bisschen ungünstig, weil man halt eigentlich die ganze Zeit schießen möchte. Aber ich habe Karneval noch nicht so getestet, das wird noch kommen. Ich habe das jetzt erstmal mit dem physischen WD getestet. Das weitere Problem ist, dass es halt ein 6er-Set-Bonus ist. Soll heißen, bei dem Pet-WD ist die Jerams-Maske immer gesetzt, weil sie bis zu 100%, hier jetzt 92% mehr Schaden verursachen lässt durch die Diener. Die kann man nicht tauschen. Das wäre völliger Blödsinn, diese Maske zu tauschen. Man muss eh schon auf die Taskers verzichten, aber die Jerams, die muss man einfach lassen. Somit müsste man den Prunkring tragen. Der Prunkring ermöglicht es natürlich, 5 Teile zu tragen, aber trotzdem muss man dann den Ring tragen. Der Ring hat aber wiederum den Nachteil, wo habe ich ihn hier? Also ich habe da jetzt das Goldgem drin, um sicher zu leveln, aber egal. Der Ring hat aber den Nachteil, dass man somit mit dem Prunkring zusammen keine Einheit mehr und auch kein Stone of Jordan mehr tragen kann. Somit sind beide Ringslots automatisch belegt, wenn man den 6er-Set trägt. Das ist echt doof, denn es gibt auch hier in diesem neuen Patch einen neuen Ring, der sehr interessant ist und besonders für Pet-WDs interessant ist. Das ist nämlich dieser hier. Der Finger des kleinen Mannes, quasi das Gegenstück zum Finger des großen Mannes. Koloss beschwört nun 3 kleine Kolosse, die alle stärker sind als der vorherige. Eigentlich ein sehr interessanter Ring, aber man kann ihn nicht verwenden, wenn man mit dem 6er Zuni-Set-Bonus spielen möchte. Das geht nicht.
Also, das ist völlig bescheuert gemacht. Das beißt sich. Man kann es nicht machen. Es geht nicht. Keine Chance. Wenn man jetzt aber sagt, ja, okay, ja, die 100%, die lasse ich weg. Ich habe auch, muss ich mir anders überlegen, vielleicht komme ich da anders hin. Ich möchte einfach mit den Kolossen spielen und dann vielleicht auch mit dem Hund, also mit dem Finger des großen Mannes. Dann hat man auch schon wieder zwei Ringe, die man hat, und somit kann man den Prunkring nicht mehr tragen. Was auch schon sehr blöd ist. Ja, wo soll man dann die, da braucht man schon wieder vier Teile, um, da braucht man auch wieder, da braucht man eins, zwei, drei, vier, diese vier Teile, um mit dem Kolossen und auch den Hunden spielen zu, dem Hund spielen zu können. Das ist auch schon sehr blöd, wenn man dann wiederum auf die Taskers verzichten muss. Also da ist echt bescheuert gelaufen. Also irgendwie, man bräuchte quasi zwei Finger, zwei Ringslots mehr. Eine Alternative gibt es, und die ich hier auch ausgerüstet habe. Man verzichtet auf den Sechser-Bonus, nimmt den Vierer-Bonus, aber nimmt diese Set-Ringe. Das ist einmal die Zurückhaltung hier links und hier rechts ist es der Fokus. Wenn man jetzt auf den Zweier-Set-Bonus guckt, basierend auf eurer primären Ressource verursachen alle eure Fertigkeiten und Angriffe bis zu 150% mehr Schaden. Lasst euch das mal durch den Kopf gehen. 150% mehr Schaden. Bei vollem Mana natürlich maximal, ne? Aber ich gehe davon aus, dass man häufig vollen Mana hat. Das heißt, es wird nicht 889%, also oder 88,9% mehr gemacht, sondern jetzt 100, ne? Wenn man hier auf der Hälfte ist, dann 50%. Also, das muss man sich mal überlegen. 150% mehr bei vollem Mana durch den Zweier. Und auch den Dreier-Bonus, den man auch schon hat, beim Zunisend-Bonus, hat man nicht mehr so die Mana-Probleme. Das sollte nicht mehr das Problem sein. Wenn man dann vielleicht auch noch ein Zeremonienmesser verwendet, wenn man das in Uralt hat, was auch noch Mana-Reck auf dem Messer drauf hat, ist das auch kein Problem. Ich habe jetzt hier den Verhängnisbringer genommen mit 20, 15% mehr physischen, wegen der Fetische. Aber wenn man kein Mana-Problem hat, dann kann man das machen. Aber hier. 150%. Kleiner Vergleich. 100%. 4 Sekunden lang. Nur von den Dienern. Komisch. Ja, aber da überlegt man sich doch, was soll denn das? Ich habe hier 150% alle meiner Fertigkeiten. Das heißt, auch wenn ich direkt Schaden mache, nicht nur wenn meine Pets Schaden machen, sondern wenn ich auch direkt Schaden mache, mache ich 150% mehr Schaden. Also wozu dann noch den 6er-Bonus von Zuni, der ja im Grunde schlechter ist, der nur 4 Sekunden lang von meinen Pets auch nur einen 100% Schaden mehr macht? Der Grund erschließt sich mir nicht. Man könnte natürlich versuchen, beide zu tragen, aber es geht nicht, weil man hier zwei Ringe tragen muss. Und somit verzichtet man auf den Prunkring und somit kriegt man das 6er-Set nicht mehr hin. Weil man hier dann natürlich den anderen Ring tragen müsste, den Zuni Masters Ring. Das geht nicht. Aber diese Kombination von Vierer Bonus Zuni und Zweier Bonus Zurückhaltung und Fokus Bonus, also Set, der macht richtig Schaden. Ich habe jetzt hier noch eine Geisterstunde mit reingenommen, um halt noch mehr Schaden rauszuhauen. Der einzige defensive legendäre Edelstein, den ich drin habe, ist der Magenstein des Feuergnus, um ein bisschen Reck zu haben. Und ein kleines Schild, aber das ist nicht so wild. Dann habe ich natürlich den Vollstrecker drin für meine Diener, ganz klar, den man eigentlich auch noch wesentlich höher haben müsste, um richtig Schaden zu machen. Und ich habe auch den Verderb der Gefangenen drin. Der ist natürlich gut, weil ich jetzt als Main Skill Heimsuchung benutze. Heimsuchung, kann man hier sehen, erhöhte den aus allen Quellen erlittenen Schaden von heimgesuchten Gegnern um 20%. Das ist nochmal 20% mehr auf jeden Gegner. Und Heimsuchung ist auch ein Kontrollverlust. Und somit habe ich hier nochmal 23,7% mehr. Und sie werden alle verlangsamt, was auch sehr praktisch ist. Wenn man jetzt auf T6 spielt, dann kann man hier anstatt des defensiven Steins, kann man auch den Verderben der Mächtigen mit hineinnehmen. Ich habe das jetzt nicht genommen, weil ich HC spiele und somit einen Stein defensiv haben wollte.
Deswegen habe ich jetzt den Gnu-Stein drin. Aber wenn man nur T6 spielt auf SC und auch mal kein Problem hat, abzunippeln oder so, oder sowieso genug Schaden macht, dann kann man hier den mit reinnehmen. Besonders T6, das ist so lächerlich, dass du hast so lange, also ich habe jetzt 55 Sekunden auf Stufe 25, 20% mehr Schaden und 15% mehr Elite-Schaden. Das macht eine ganze Menge aus. Also man kann den gerne austauschen, den Stein. Ich habe es eben bloß auf HC drin, damit ich wenigstens einen defensiven Stein habe. Weil die Zähigkeit ist nicht so besonders. Wie man hier sehen kann, bin ich ganz gut ausgerüstet mit der Crit-Chance und Crit-Schaden. Das ist ganz okay so. Und ich wollte jetzt einfach mal zeigen, wie das sich so spielt. Mit diesem Ringe-Set-Bonus. Ich benutze nicht das Kukri, weil ich bisher kein uraltes Kukri gefunden habe. Und somit mache ich hier ordentlich mehr Schaden. Wenn man natürlich ein Kukri gefunden hat, dann kann man hier den Zombie-Wall auch gegen den Voodoo austauschen. Den Voodoo, da würde man nochmal 30% mehr Schaden machen und nochmal Angriffsgeschwindigkeit bekommen. Also, das würde richtig Laune machen. Leider habe ich kein vernünftiges Kukri. Ich habe hier nur dieses mit 2000 Schaden, den hier mit 2,2 und ach, ich habe dann lieber auf den Verhängnisbringer geswitcht mit 2,8 oder fast 2,9 Schaden und natürlich nochmal 15% physischen Schaden. Abklingzeiten um 10% runter ist auch nochmal ganz okay, aber naja, ich habe jetzt noch keinen uralten gefunden. Gut. Des Weiteren, was ich noch erwähnen wollte, ist diese neue Hose hier. Diese neue Hose gibt es in der Season. Und zwar, oder jetzt auf dem PTR gibt es die neue Hose zum Testen. Beschwört einen Opportunisten, wenn ihr mit einem eurem Mana-Verbraucher trefft. Das ist ja quasi das Gegenstück zu diesem hier. Auch Mana-Verbraucher. Aber hier muss ich nur treffen. Und beschwört einen Opportunisten, wenn ich auf jeden Fall treffe, einmal treffe. Das ist sehr geil, dass es eine Hose ist. Somit kann ich das auch mit dem Zuni-Vierer-Bonus und auch mit dem Sechser tragen, weil es halt sich mit dem Zuni-Teil nicht schneidet. Blöd ist es natürlich bei Karneval, weil somit der Hosenslot weg ist, entweder für die Sumpflandstampfer oder für das Kane-Set, was man dort gerne tragen würde. Aber diese Hose ermöglicht es mir, hier unten bei den Passiven einen zu tauschen. Somit habe ich hier unten die Opportunisten gar nicht mehr mit drin. Somit kann ich hier was anderes wählen. Auf HC wäre es auch eine Möglichkeit, noch das Höllenfeuer-Amulett zu tragen. Ich habe jetzt dieses hier drin, weil ich noch kein vernünftiges Höllenfeuer-Amulett habe. Da ein passives mit reinzunehmen. Aber ich kann hier auf jeden Fall schon mal auf Opportunisten verzichten und somit mehr auf Damage gehen. Zum Beispiel grausiges Labsal. Oder zwischen Licht und Schatten. Ist eigentlich super, weil man eh keinen hohen Mana-Verbrauch hat. Gefäß für den Geist ist sowieso Pflicht auf HC. Der hier ist nochmal ein bisschen, um die Abklingzeiten runterzukriegen. Vor allen Dingen für den Biradian Hado und auch für den Zombie, weil die anderen beiden, die brauchen wir ja nicht zu casten, die bleiben ja immer. Also, ich wollte es einfach nur beim Rift zeigen und da kann ich euch auch gleich nochmal die Rift-Änderung zeigen. Wollen wir hier herrufen? Gehen hier ran. Machen den hier. Ich mache nur mal eben schnell bis zum Rift-Boss. Das sollte fix gehen. So, och, Gefängnis. So. Ich mache die Piranha-Nado, caste die Heimsuchung drauf und lasse meine Fetische machen. Jedes Mal, wenn ich einmal mit der Heimsuchung treffe, nicht wenn es überspringt, also nicht nach dem Tode eines Monsters, sondern immer beim ersten Mal, caste ich auch einen Opportunisten. Ich habe jetzt schon 8. Also ich komme schnell auf meine 15 Opportunisten, das ist nicht so wild. Auch wenn ich immer nur einen pro Angriff kriege, pro Treffer halt quasi. Man könnte hier auch einen anderen Skill nehmen. Zum Beispiel, es gibt auch Heimsuchungen, die zwei Geister hervorruft. Dann könnte man immer doppelt so schnell seine Opportunisten kriegen. Aber somit mache ich nochmal 20% mehr Schaden auf die Monster, die halt getroffen werden davon. Und hier kann man schon sehen, dass das ratzfatz geht, was meine Fetische hier veranstalten. Hier haben wir mal ein Pack. Und ich kann hier im Gift stehen bleiben. Ich habe das Maras Kaleidoskop an und sammle die Kugeln ein. Mache jetzt hier 2,4 Millionen Schaden. Hier, das hat man gerade gesehen, hier diese violetten Kugeln, die sind neu in dem normalen Rift, die bringen auch Progress. Wenn ich jetzt draufklicke, hier gab es ja, so eine kleine paar gelbe Splitter, die dann halt angezeigt haben, dass man ein bisschen mehr Progress gemacht haben. Also, hier kann man sehen, Piranha Nado, Heimsuchung drauf, Viecher machen lassen.
Das geht recht fix so. Ich habe meine 15 schnell ab und lasse die einfach nur noch vorlaufen und machen. Um die so ein bisschen auf Abstand zu halten, kann ich den Zombie-Wein machen, der auch dann nochmal die Monster provoziert. Und somit läuft das ganz flockig. Hier kann man sehen, hier fehlt eine ganze Menge. Naja, bei 200, 2000% mehr Magic Find ist das ganz logisch. Und ich laufe jetzt das einfach hier mal durch. Ah, hier geht es irgendwie weiter. Hier haben wir noch ein Pack. Das ist aber kein Problem. Und die Fetische machen ordentlich Schaden. Es reicht teilweise schon, wenn ich nur die Heimsuchung drauf mache. Ja, schade, ich laufe da das links nicht nochmal nach. Das reicht eh nicht, müsste ich halt in die nächste Ebene gehen. Aber kann sehen, dass es recht fix geht. Die optimale Waffe für diesen Bild wäre vielleicht der Sonnenhüter. Weil wegen des Elite-Schadens nochmal. Aber den muss man auch erstmal in Uralt finden, damit sich das lohnt. Ich bin ganz froh, dass ich diesen Verhängnisbringer hier auf dem PTR gefunden habe. Denn ich habe auch kein Kukri in Uralt, somit ist das die einzige Waffe, die im Moment Sinn macht für mich. So müssen wir noch ein paar Monster killen und dann haben wir schon den Boss. Da sind echt wenig Monster hier im Moment. Das ruckelt auch wie doof im Moment hier auf dem PTR. Ja, 50 Millionen Crits waren teilweise dabei. Oh, da bin ich geprockt. Ja, deswegen halt ein defensiver Stein. Und
Progress-Kugeln einsammeln. Proc gleich weg. Das ist gut. Wenn wir zum Boss kommen. Also ihr seht die gelben Zahlen, ne? 57 Millionen, 40, 39. Also diese zwei Ringe machen schon mehr Schaden als dieser 6er Set-Bonus. 6er Zuni-Bonus. Schon wieder geprockt. Aber das waren die Arkan-Dinger. So. Jetzt gehen wir hier wieder raus. Fazit, das Zuni-Set, so wie es ist, mit dem 6er-Bonus, ist völliger Crap. Soll heißen, warum sollte ich ein 6er-Set anziehen, wenn ich mir doch so viel Schaden einbüße, durch das Verzicht auf Tasker und Theos und den Ring-Set-Bonus, den ich habe. Das ist völliger Quatsch. Also die müssen sich da was überlegen. So wie es jetzt ist, ist das völliger Quatsch. Und kein Mensch wird damit spielen. Jeder wird hier auf das Zweier-Set-Bonus gehen. Und die Hose natürlich, aber die hat mit dem Zuni-Set ja nichts zu tun. Deswegen, da muss ich noch ordentlich was ändern. Und ich hoffe, dass ich euch so ein bisschen geholfen habe, zu verstehen, was neu ist beim Zuni-Set, aber welche Probleme es auch ergibt dadurch, ne? Also, es wird sich hoffentlich noch was ändern. Das Problem ist bloß, dass der WD nie wirklich so der beliebteste Charakter war. Deswegen kann man da nicht allzu viel von Blizzard erwarten. Ich hoffe trotzdem, dass sich die WD-Gemeinde dort ein bisschen zusammentut und ja, Blizzard da sich was ausdenkt. Das war's zuerst. Das Video ist ein bisschen länger geworden, als ich gedacht habe. Aber so ist das nun mal. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.